Bonsoir, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Moi, c'est Yann Moxon. Aujourd'hui, j'ai un super thème pour vous. J'espère que vous êtes tous connectés. Je reviens comme ça de l'extérieur. J'ai un peu attrapé froid. C'est pourquoi j'ai encore l'écharpe sur moi. Donc, on va pas tarder. On va commencer tout de suite. Donc voilà, je vous ai dit aujourd'hui on a un thème assez spécial. Non, aujourd'hui il n'y a pas de thème. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait 4, non, 2 semaines que je suis dans le game YouTube. Et quand j'ai commencé, je me suis dit que après 4 semaines, j'allais regarder si j'atteins plus de 100 vues, si mes vidéos allaient faire plus de 100 vues. Donc voilà, après 2 semaines, je suis déjà à plus de 200 vues. Donc, j'ai décidé, étant donné qu'à 2 semaines, j'ai réussi à faire de plus de 200 vues, donc je crois que je vais rester encore un peu plus longtemps. Donc, je tenais à dire merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos jusqu'ici. Et avant de continuer à faire des vidéos, j'ai pensé que peut-être ça sera préférable déjà que je me présente, parce que je pense que plus de 200 personnes, ça veut dire qu'il y a des gens qui me regardent, qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai pensé que peut-être sera mieux déjà de commencer déjà par me présenter aujourd'hui, dire qui je suis et laisser un peu les gens qui m'écoutent savoir un peu qui, un peu plus de, sur ma personnalité. Donc, étant donné qu'il est difficile de se présenter soi-même, j'ai donc laissé quelqu'un le faire à ma place. Donc, soyez très attentifs. Ça commence maintenant. Ça, tu as déjà envoyé le document. Ihr Saint, mon Komfort Bo ist immer erreichbar und es gibt immer Fragen. Ach so, okay. Ein Klient Ok. will seinen Termin in Sieke verschieben, um ausschlafen Donc, tu zu as un können. document avec toi. Si tu peux être à Sieke au Rathaus à 9 h. Aber nicht mit Herrn Mokom. Es ist 9 Uhr und es bleibt 9 Uhr. Ich hätte das irgendwie sogar 8 Uhr gesagt, aber weil das Problem ist, ja, es ist, sowas habe ich immer sehr häufig und Sie müssen immer lernen, irgendwie in Deutschland geht es immer so um Termin, es gibt eine Uhrzeit und es bleibt immer so. Das war schon vorgesprochen, insofern gibt es keine Verhandlung mehr. Der Sozialarbeiter hat selbst einen engen Zeitplan und viele Außentermine. Effizient sei er in Deutschland geworden, sagt der gebürtige Kameruner. Erst seit 8 Jahren ist er hier, hat in Oldenburg Sozialwissenschaften studiert. Also für meine Arbeit, man soll jetzt mal sehr offen sein, weil ich habe eine sehr, sehr vielfältige Klientel und sie sind ja sehr unterschiedlich, aber ich nehme sie einfach, wie sie sind. Und das Ziel bleibt nach wie vor einfach Integration. Das heißt Integration hier in Bassum bzw. Integration in Deutschland. Der 34-Jährige ist nicht nur für die Geflüchteten Ansprechpartner, sondern für alle, die mit Geflüchteten zu tun haben. Vermieter, Nachbarn, Arbeitgeber, Schulen. Heute steht ein Termin im Kindergarten an. Lass das mal nach hinten gehen, dann Okay, quatschen wir mal eben alles klar, kurz. gut. Ja. Eine neue Familie bereitet den Erzieherinnen und dem Sozialarbeiter Kopfzerbrechen. Ich habe das Gefühl, dass Sie einen sehr hohen Medienkonsum haben. Ja, definitiv. Also Handy, die Mutter hat immer das Handy am Start. Ich mache mich Gedanken, wie können wir vielleicht so eine Veranstaltung hier machen? Ja. Und da werde ich paar, also einige Eltern einladen. Und das Thema wäre mit Sozialmedienkonsum. Möglichst viel versuchen Sie zu klären, bevor es zu Problemen kommt. Wie geht Deutschland? Was brauche ich denn, ne? Was braucht mein Kind, wenn es in den Kindergarten geht? Was brauche ich, wenn ich zum Arzt muss? Rufe ich einen Krankenwagen an, wenn mein Kind Bauchweh hat? Ne? So solche Geschichten. Das sind manchmal so ganz einfache, banale Geschichten, die für uns so selbstverständlich sind, die wir aber so über den kurzen Weg echt gelöst kriegen. Ne? Mokom Fombo kommt selbst aus einer Familie, in der viel Wert auf Bildung gelegt wurde. Der Vater Polizist, die Mutter Lehrerin, alle 4 Kinder studieren. Streng sei es zugegangen, sagt er. Aber ein bisschen streng ist er selbst auch. Neuankömmlinge nimmt er gleich in die Pflicht. Also ganz am Anfang ist die beste Zeit. Da hat man eben die Motivation. Und wie gesagt, für meine Klientel ist das nicht bewusst. Aber ich weiß das ganz genau. Deswegen mache ich ein bisschen Druck. Habe ich ja Gespräche, bin ich bei der Volkshochschule, damit ja das irgendwie später klappt. Ne? Am Anfang es ist so viel Euphorie dabei. Sie denken, sie haben das geschafft. Es gibt immer so total falsche Vorstellungen. Und man hat irgendwie vergessen, dass ja, Deutschland ist genauso ein Land wie jedes Land. Ne? Besonders euphorisch wirken diese beiden Frauen nicht, eher müde. Vor wenigen Stunden waren sie noch in der Landesaufnahmestelle bei Osnabrück.
Jetzt bekommen sie erste Infos über Bassum. Ärzte, Läden, ihre neue Unterkunft. Le monsieur qui est là, c'est le Hausmeister. Lui, il est tout le temps à la maison là-bas. Hausmeister, das Wort lernen sie alle als eins der ersten. Eine ehemalige Kneipe am Rande des Ortes. Jetzt städtische Unterkunft für Geflüchtete und Wohnungslose. Einmal im Monat hält der Flüchtlingssozialarbeiter hier eine Bewohnerversammlung ab, erklärt Themen wie Mülltrennung und Besuchsregelungen. Gäste dürfen nicht hier übernachten, nur mit Erlaubnis der Stadt. Ne? Manche bräuchten Jahre, um Deutschland zu begreifen, sagt Hyacinthe Mokomfombo. Und manche schafften es nie. Er selbst ist längst angekommen. Heimweh nach Kamerun hat er nicht. Und Bassum ist froh, dass es ihn hat. Einen, der Deutschland erklären kann. Et ceux qui n'ont pas regardé la vidéo pourront la regarder après. Sinon, vous pouvez m'écrire en bas dans les commentaires et me poser davantage de questions sur ma personne. Je me ferai un honneur de vous répondre. Donc, et puis, avec les vidéos qui vont encore arriver, je vais toujours avoir l'occasion de parler un peu plus de moi. Donc, déjà, je suis content d'être avec vous et j'espère qu'on va passer assez de bons moments ensemble. Et ici, à travers YouTube, j'ai tellement de thèmes. J'essaie de faire des vidéos, peut-être 2 à 3 vidéos par semaine en fonction du temps parce que je suis aussi occupé. Donc... On dit que je venais de l'extérieur.